Willkommen in der Welt von Zelda. Heute wird Link es versuchen, ein wenig die wirklichen Geheimnisse dieser Welt zu entdecken. Er wird einen Raum von Chrysulien zu, ja, finden probieren. Ob er das schafft mit dieser wahnsinnig schlechten Intro-Sequenz, werden wir gleich erfahren, denn wir stehen sogar schon richtig, wunderbar. Denn mir wurde gesagt, alleine darauf zu kommen, ist klar, natürlich. Schaffe ich. Bin ja auch super schlau. Was muss man machen? Ich probiere es jetzt mal den geneigten Zuschauer, der zumindest, wenn er so 0815 ist, wie ich denke, ungefähr sich auf meinem Spielniveau befindet, dass er nämlich einfach nicht unbedingt ein Speedrunner in Zelda ist. Also, jeder Mensch, der kein Speedrunner in Zelda ist, darf sich jetzt diesen Weg angucken, den man gehen kann. Achtung, unprofessionellerweise kommt jetzt eine Maus ins Bild. Oh nein. So, wir sehen hier Link. Unser Ziel ist es nun, aus dieser Kirche hier irgendwie, so schnell es geht, hier hinzukommen. Oder nein, besser gesagt, hier hinzukommen. Weil wir müssen aus der Kirche, so schnell es geht, zu dem Loch rennen, damit wir dann den geheimen Raum entdecken. Viel Spaß dabei, meine Fresse, meine Güte. Mir wurde ein Tipp dazu gegeben, wie man das machen kann. Ja, und diesen Tipp werden wir nun probieren, in die Tat umzuficken. Hallo? Ja, ich wollte schon sagen. Diesen Tipp werden wir nun probieren, in die Tat umzusetzen, indem ich hier jetzt erstmal dann trainiere, wie man das eventuell richtig machen kann. Ich soll nämlich, ich glaube, genau das aufschieben. Das war schlecht. Ja, das war schlecht. Ja, das war nicht ganz so gut. Alles klar. Nochmal zurück. Dankeschön. Also so auf jeden Fall geht der schnellste Weg. Die anderen Wege, so wurde mir gesagt, sind wahnsinnig schwer. Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Und es war der rechte Hebel, an dem wir ziehen mussten. Sollen wahnsinnig schwer sein. Das sollte ich gar nicht erst probieren, weil ich als Robbe schaff das eh nicht. Oh, die Musik. Oh, ich liebe diese Musik. Oh. Jetzt der beste Ton. Es ist so gut. Es ist unglaublich, unfassbar, genial, geil, gut. Jetzt hätte ich 30 Sekunden, um dahin zu kommen. Jupp. Das ist doch für mich kein Problem. Kein Ding. Machen wir einfach hier, ne? So. Kinderkacke mit Michael. Die Leute, die jetzt wissen, was ich meine, haben eventuell ein bisschen geschmunzelt. So. Schieben wir das. Oh Mann, das wird das langweiligste Video, was ich seit langem gemacht habe. Nein, halt! Wir hatten das Video, wo ich Pfeile geschossen habe. Ich würde sagen, das war noch ein Stück weit langweiliger als das, was ich jetzt hier probiere. Allerdings ist das, oh mein Gott. Das wird dauern. Moment, wir können doch, genau, uns damit raus teleportieren. Hä? Ja, klar, sicher. Wir können uns damit wieder zurück teleportieren. Warum? Meine Fresse, ist das ein Scheiß. Ohne Witz. Wir haben das ja eben gerade davor geschafft, dass wir den Grabstein schieben konnten und nicht gleichzeitig reingefallen sind. Und genau so wollen wir es nochmal probieren. Und ich soll mich mit einer Bombe in diesen Grabstein hinein bomben lassen. Warum auch immer. Es ist irgendein Glitch, irgendeine krasse Scheiße und ja. Ja. Also was ich vorhabe, ich möchte es nur ganz kurz zeigen. Ich möchte an diesen Grabstein ran, ihn aufmachen, noch nicht reingehen und, ja, okay, die lasse ich jetzt mal stehen. Moment, wir machen ihn mal auf. Jetzt zurückgehen, genau. Und dann uns quasi so hinstellen, Bombe auswählen, die Bombe hier hinlegen und hier, nein! Nein, ich war quasi, der Pixel war richtig. Ich stand auf dem richtigen verfickten Fuckpixel. Also, so, wenn die Bombe jetzt hochgegangen wäre und mich reingeschubst hätte, dann wäre es richtig gewesen. Wir probieren es nochmal. Ich dachte halt, ich stehe noch nicht richtig. Ja, wir werden diese Szene jetzt, ich schätze einfach mal, 35 Mal sehen. Schätze ich jetzt, so ein bisschen. Wieder die wunderschöne Musik. Das ist schön, also ich kann das noch so oft verkacken gleich. Ich glaube, wegen dieser Musik werde ich niemals richtig sauer. Das ist einfach ein Jetzt der Ton. Oh mein Gott, ist das gut. Ist dieses Spiel gut. Oh, ist das schön. So, nun also, schlubbidi flub 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 flub.
Probieren wir das alles nochmal. Schlicke dich lang. Schlicke dich lang. So. Drücken. Zurückgehen. Bombe ist schon ausgewählt, ich schlauer Hund. So müsste ich das dann machen. Und lande dann wieder hier. Allerdings... Hä? Das waren doch jetzt... Moment. Warum hat das nicht geklappt? Waren das jetzt über 30 Sekunden? Ich glaube, ja. Echt? Habe ich jetzt so lange dafür gerade gebraucht? Weil man hat anscheinend nur 30 Sekunden Zeit, um das dann zu machen. Mein Gott. Eventuell muss ich auch noch was falsch machen. Oh mein Gott. Ich muss eventuell nochmal rein und... Ach, ich habe keine Ahnung. Oh, das ist übel. Muss ich das Spiel vielleicht nochmal neu starten dafür? Ich habe keinen Plan. Ich gehe jetzt erstmal hier raus. Hallo? Gut. Gehe wieder rein, damit sich das hier irgendwie resettet oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja. Und jetzt probieren wir es. Mal schauen. Ich muss das Spiel ausmachen, in der Lichtwelt und von der Kathedrale starten auswählen. Oh nein! Nein! Im Ernst? Ich muss es jetzt also... Okay, können wir ja machen. Speichern und Ende. Gut. Gut. Starte bei Kathedrale. Jetzt. Geht es um die Wurst? Glaubst du ja selber nicht. So, eventuell haben wir jetzt nämlich nur 30 Sekunden, deswegen jetzt... Höchste Eisenbahn, gehen wir doch einfach mal. Schlibbidi-wubbidi-wupp. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt Rennen schneller gegangen wäre oder so. Oh mein Gott, nimm den verfickten Stein, schieb den Scheiß auf, leg die ficken Bombe. Ne? Was war das denn? Ich bin so geil. Oh mein Gott. Willkommen im Chris-Hulien-Raum. Mm. Wow. Ich hätte es nie gedacht, dass ich das schaffe. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Wir nehmen erstmal die ganzen Rubine, die es hier überall gibt auf der ganzen Welt. Sehr, sehr schön. Alles meine Rubine, damit wir auch ein bisschen hier Style haben, während wir die Rubine einsammeln. Machen wir auch mal mit Bumerang. Ja, warum geht das denn nicht? Da machen wir doch mal hier mit... Warum geht das denn nicht? Ja, dann sammeln wir die halt alle ohne Style ein. Yeah, yeah, yeah. Und lesen dann das eine Schild, was da steht. Dum, 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 dum. Dies ist mein ganz geheimes Zimmer. Das bleibt aber unter uns, ja? Oh, was? Mehr nicht? Mehr nicht? Mehr nicht? Willst du mich verarschen? Mehr nicht? Mehr nicht. Nein. Nein, 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 nein. Nee, 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 nee. Mehr nicht. Ich dachte, jetzt käme hier noch weiterer Text. Die Bombe ist übrigens braun. Schöner. Sieht toll aus. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Oh... Das ist der Grund, warum ich englische Versionen eigentlich bevorzuge, denn ich glaube, in der englischen Originalversion hätte hier etwas gestanden wie: Herzlichen Glückwunsch, du bist wohl das größte Individuum der Menschheitsgeschichte, welches jemals geboren wurde. Mein Name ist Chris Hulien und hiermit nenne ich dich zum König der Videogamer. Nein, hier steht: Dies ist mein ganz geheimes Zimmer, das bleibt aber blablabla. Ja gut, immerhin, wir haben den Chris Hulien-Raum gefunden. Josh. Immerhin. Oh, das ist interessant. Okay. Das ist wirklich interessant. Hallo, Papa. Oh, die Musik. Oh, die Musik. Ich liebe die Musik. So. Sehr schön. Das haben wir immerhin geschafft. So, was gilt es jetzt noch zu holen? Es gilt noch 3 weitere Herzteile zu holen. Und, das können wir jetzt machen, muss ich überprüfen, ob ich wirklich in jedem Dungeon jede Karte und jeden Kompass bekommen habe.